Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Inken und in diesem Video zeige ich euch die Filmprojekte, die während meines Studiums Multimedia Production entstanden sind. Ja, ich habe ja vor kurzem ein Video gemacht über mein Studium Multimedia Production und da habe ich auch schon was über die Inhalte erzählt aus dem Studium und ein paar Projekte auch teilweise gezeigt. Das Video verlinke ich euch mal in der Information, falls ihr das gerne gucken möchtet. Und ja, in diesem Video werde ich euch jetzt mal in voller Länge 5 Filmprojekte zeigen, die während des Studiums entstanden sind. Wir haben einen Kurzfilm gemacht, eine Animation, Berichte auf der Kieler Woche und am Ende sogar noch einen Imagefilm. Die Arbeiten sind auch alle in Gruppenarbeit entstanden. Wir waren meistens so 3 bis 4 Personen in einem Team. Thematisch arbeiten wir uns von den niedrigeren Semestern zu den höheren vor. Das heißt, auch qualitativ werdet ihr vielleicht eine Entwicklung erkennen in den Filmen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, was ihr so für Projekte in eurem Studium macht. Ich würde sagen, Film ab! Fuck. Hallo? Hi.
Ludmila. Ich komme aus Dortmund, jetzt im Moment, aber vor 27 Jahren. Wir sind aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Litauen gekommen. Und jetzt wohne ich in Dortmund und schon 19 Jahre fahre ich hier in Deutschland. Das war eine Fahrt in Alpen mit einem litauischen Pilot und das war Notlandung. Und dann nachdem habe ich gesagt, okay, fahre ich selber auch, kann ich das? Und dann habe ich Pilotenschein gemacht, zuerst litauische und dann später deutsche. Und dann seit 1998 fahre ich. Ich bin Klavierlehrerin und ich bin Psychologin. Ehrlich zu sagen, mache ich ganz wenig Klavierstunden. Ich habe keine Zeit. Ich bin den ganzen Sommer unterwegs mit Ballon. In Russland ist interessante Ballon, interessante Form, ja, wie russische Puppe, Matryoshka. Ich denke, dass es Pilot ist, egal Mann oder Frau. Pilot ist Pilot, ich mache genau das Gleiche, was Männer machen. Kiel von unten gefällt mir nicht, aber von oben, das ist die Beste, was habe ich gesehen. Die Fahrt von oben über Fjorde, warum bin ich hier? Ich vermisse diese Fahrt über Fjorde, über Wasser. Das ist super. Wenn jemand mag mir, sagst du deine fünf beste Fahrten? Ich habe über 400 schon. Das Kiel steht in diesen fünf. Das ist Spaß. Erste. Das ist Genießen. Das ist Freiheit. Wir fahren jetzt und dann siehst du ab sofort, wir haben keine Ahnung, wo landen wir. Und das ist sehr interessant. Norden habe ich ja eh eine gute Verbindung. Ich wohne seit 2 Jahren in Hamburg. Das hat ja auch seine Bewandtnis, weil ich Norden einfach geil fand. Also ich habe mich da immer zu Hause gefühlt und kann mich auch tatsächlich an kein schlechtes Konzert hier erinnern. Also die Leute haben immer Bock, sind am Start, spiele ja im Schnitt immer schöne Konzerte und freue mich auch immer mit den Leuten. Es geht kein zurück, eigentlich habe ich mich schon entschieden. Also ich mag es am liebsten, wenn ich merke, dass der Funke überspringt. Es gibt so einen Moment, wo man merkt, okay, jetzt passt alles. Jetzt sind die Leute da, jetzt hat man sie im Griff. Das kann manchmal so 1, 2 Songs dauern. Manchmal ist es direkt so der Fall. Manchmal dauert es auch mal eine halbe Stunde. Aber es ist immer ganz schön, wenn man das dann hinbekommt. Nirgends scheint der Himmel so grau wie hier. Wir brauchen lediglich ein bisschen Plopp im Bier. Wir leuchten nachts, haben Ebbe und Flut. Wir Nordlichter haben Meersalz im Blut. An der Spitze der Karte liegen unsere Türme, sind Ruhe und Gelassenheit der wütenden Stürme. Rückenwind kennen wir nicht, sind Kämpfernaturen. Erkennen kann man das an unseren wilden Frisuren. Püppchen, Quatsch, nehm Fäden selbst in die Hand. Bring Farbe ins Leben,
bringen Kunst in das Land. Gehen in den Keller zum Lachen, haben keinen Humor, in Vergangenheit schwelgen. Wie war es damals zuvor? Wir trauen keinem, außer Mino Schrader. Machen kein Drama, aber lieben Theater. Wer mehr hat, braucht weniger, so haben wir viel. Von St. Peter-Ording über Flensburg nach Kiel. Manchmal muss man sich nur um 360 Grad drehen, dem Wind standhalten und den Wehen verstehen. Unser Horizont reicht weit aus über den Tellerrand. Netze auswerfen, Kultur in seiner Hand.